Seid ihr es auch leid, dass ihr das komplette Regelwerk studieren müsst, wenn ihr auf ein Auswärtsturnier fahrt und die Unterschiede zu eurem kennenlernen wollt? Ha, na klar, die meisten von euch lesen es sowieso nicht, weil sie von den Schiedsrichtern erwarten, dass sie es euch am ersten Tag des Turniers erklären. Na, stimmt's? Das ist jetzt vorbei. Denn in diesem Video werden wir euch die Regeln der meisten Juggerländer vorstellen und wie sie sich voneinander unterscheiden. Hinweis, an dieser Stelle werden nur die wichtigsten beschrieben, ohne ins Detail zu gehen. Es wird also weitere Unterschiede geben. Bevor ihr spielt, geht euer Regelbuch durch und fragt eure Schiedsrichterin oder Schiedsrichter. Also, nix wie ran. Auf der Welt findet ihr unterschiedliche Regeln in Deutschland, Irland, Australien, Spanien, den Vereinigten Staaten von Amerika, Kolumbien, Costa Rica, Argentinien, Schweden, Russland, Tschechien, Italien und Neuseeland. Und als wäre das noch nicht genug, gibt es in Spanien sogar zwei. Der spanische Juggerverband und der Juggerverband von Aragon. Aragon, Dummerchen, was könnte damit bloß gemeint sein? Es sollte nicht unerwähnt bleiben, dass einige der Länder wie Kolumbien das deutsche Regelwerk übernommen haben, während andere wie Schweden leichte Änderungen daran vorgenommen haben. Dennoch könnt ihr euch sicher vorstellen, wie verrückt es ist, diese ganzen Regeln durchzugehen, und wir sind leider sehr faul. Deswegen werden wir uns auf die Regeln beschränken, die ihr, unsere geliebten Fans, Hashtag Subscribe, am wahrscheinlichsten auch benötigen werdet. Darunter wären Deutschland, Irland, Aragon und FAJ. Als Dreingabe werfen wir noch einen Blick auf die australischen Regeln. Sie sind ein bisschen anders. Warum werdet ihr am Ende des Videos sehen? Zudem werden wir nur die groben Unterschiede erwähnen, ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Es wird also kleine weitere Unterschiede geben. Also, auf geht's! 3, 2, 1, los! Erster Unterschied, Zeitmaß. Der erste Unterschied betrifft den Takt der Steine. In Deutschland, Aragon und FAJ beträgt das Intervall 1,5 Sekunden. In Irland sind es 2. Zweiter Unterschied, Punkten. Wann zählt ein Punkt? In Deutschland und der FAJ zählt es, wenn der Schädel im Mahl steckt und ihn kein Läufer mehr berührt. Im Gegensatz dazu zählt der Punkt in Irland und Aragon bereits, wenn auch nur ein Teil des Schädels durch die Öffnung des Mahls reicht. Das gilt selbst dann, wenn ihn noch mehrere Läufer berühren oder der Läufer gleichzeitig beim Stecken abgeschlagen wird. Ist der Jug drin, zählt er. Unterschied 3, Doppelkurz. Eine Frage, die fast jeder früher oder später gestellt hat, als er mit Jugger angefangen hat, ist, können zwei Pompen auch zwei Spieler pinnen? Die Antwort lautete immer nein. Aber in der letzten Regeländerung von FAJ und Aragon wurde dies ausdrücklich erlaubt, um die Nutzung von Doppelkurzpompen attraktiver zu machen. Unterschied 4, wieder Doppelkurzpumpe. Was die Nutzung von Doppelkurzpumpen betrifft, so hat die FAJ eine weitere Neuigkeit eingeführt. Verliert ein Doppelkurzpumper eine Pumpe im Spiel, so darf er oder sie mit einer Pumpe weiterspielen. Ebenso darf er aus einem Pin aufstehen und mit nur einer Pumpe angreifen. Bis jetzt ist das nur hier möglich, in Deutschland in der Diskussion. Ach genug, komm endlich zum Punkt, wir wollen doch alle was über die Kette wissen! Okay, schauen wir es uns mal an. Unterschied Nummer 5, die Kette. Und hier kommt was Spanien-Spezifisches, die Kette als Kette bezeichnen. Dies ist die vielleicht umstrittenste Regel, zumindest in Spanien. Gemäß aller Regelwerke kann eine Kette auf zwei Arten einen gültigen Treffer landen. Zum einen, wenn sich die Kette um einen Körperteil wickelt, das trifft auf alle Regelwerke zu. Das Problem liegt in der zweiten Regel. Gemäß den Regeln von Aragon trifft der Kettenball nur dann gültig, wenn die Kette bereits einen Schwung von 180 Grad hinter sich hat. Am Rande bemerkt, eine alte deutsche Regel. In den anderen Regelwerken genügt es, dass der Ball sich in Bewegung befindet und der Kettenmann aktiv ist, während der Ball den Gegner berührt. Dies impliziert eine gemütliche Situation, beispielsweise wenn die Kette am Flüchten ist, die Kette hinter sich herzieht und der Verfolger auf den Kettenball tritt. Ähnliches wurde im deutschen Regelwerk früher auch adressiert. Wir werden uns an dieser Stelle nicht darüber auslassen, was wir glauben, was besser oder schlechter wäre. Dafür ist das gemeine Volksstarter, könnt ihr euch gerne kloppen. Denkt nicht mal dran, euch gegenseitig Beleidigungen an den Kopf zu schmeißen, ohne dieses Video vorher geliked zu haben. Unterschied Nummer 6, mehr Kette. Eine weitere Besonderheit der Kette ist es, dass es in keinem Regelwerk erlaubt ist, mit der Kette zu pinnen. Also in keinem Regelwerk außer dem irischen. Dort wurde diese Regelung kürzlich eingeführt, befindet sich aber noch in der Testphase. Die Zeit wird zeigen, ob das die Idee eines Genies oder Satans ist. Oh, und falls ihr es euch fragt, heutzutage werden überall Schlauchketten erlaubt, nicht nur Plastikketten. Unterschied Nummer 7, Pins.
Sprechen wir über das Pinnen. Ein Spieler, der ein Knie auf den Boden und eine Hand auf den Rücken legt, wird als inaktiv gewertet. Aber es wird nichts darüber ausgesagt, ob es okay ist, sich hinter einem inaktiven Spieler zu verstecken und so zu tun, als wäre man selber inaktiv. Außer in Aragorn, wo dieses Verhalten als unsportlich und wieselig angesehen wird. Unterschied Nummer 8. Läufer. Quick und C. Sprechen wir über den Läuferkampf. Hier gleichen sich die Regelungen in Deutschland, Aragorn und FAJ. Aber die irische ist ein bisschen anders. Denn dort ist ein intensiverer Läuferkampf mit Rugby-Tackles erlaubt. Und jetzt kommen wir zum unbeliebtesten Teil, den Schiedsrichtern. Unterschied Nummer 9. Schiedsrichter. Anders als in Deutschland und der FAJ haben Irland und Aragon Schiedsrichterkarten, die zu passendem Anlass zur Strafanzeige genutzt werden. Sie sind aber nicht ganz gleich. In Aragon geben sie eine Zeitstrafe. In Irland haben sie zwei striktere Möglichkeiten. Nummer 1, Auszeit für den Spieler und das Team muss mit einem Spieler weniger auskommen. Und im zweiten Fall Zeitstrafe für den Spieler und zwei Strafpunkte für das Team. Aber dann darf das Team mit 5 Spielern weiterspielen. Unterschied Nummer 10, Schiedsrichter. Zum Abschluss dieses Vergleichs wollen wir auf ein paar merkwürdige Unterschiede im Schießen eingehen. Deutschland, im Fall eines mittelschweren bis schweren Fouls kann der Punkt wiederholt werden. FAJ, wann immer der Schiedsrichter eingreifen muss, dann impliziert das ein schweres Foul. Aragorn, unbeabsichtigte und eingesehene Fouls werden als geringfügig betrachtet. Außer sie wiederholen sich. Ja, und jetzt, bevor wir zu den australischen Spezialregeln kommen, haben wir noch eine besondere Überraschung für euch. Für euch haben wir alle diese Unterschiede in einer Tabelle zusammengefasst, die ihr kostenlos herunterladen könnt. Der Link steht in der Videobeschreibung. Na, und wenn ihr natürlich zahlen wollt, dann könnt ihr uns mit einem guten, soliden Like belohnen. Oder eine Million spenden, ganz was euch lieber ist. Und nun zum Hauptgang, den australischen Regeln. Sprechen wir zuerst mal darüber, wie alles beginnt. Das Spiel natürlich. In der Mitte des Feldes wird ein Kreis gezogen. Dort beginnen die beiden Läufer auf das Startsignal hin miteinander um den Besitz des Jugs zu kämpfen. Ein anderer wichtiger Unterschied war, dass in der Vergangenheit die Strafzeit für Treffer 3 Steine, bei Kettentreffer 5 Steine betrug. Jetzt ist es wie in den meisten anderen Ländern, 5 Steine für die Pumpe und 8 Steine für die Kette. Ungültige Trefferzonen sind Kopf und Nacken so wie überall sonst. Aber der Läufer hat einen Bonus. Ihre Hände und Ellbogen sind ebenfalls keine Trefferzonen, was dazu führt, dass die Quicks mit ihren Schädeln und Ellbogen parieren dürfen. Ein Traum jedes Läufers. Aber nicht nur die Läufer bekommen ihre Träume erfüllt. Jetzt wieder was für die Kette. Wie oft sind die Antiketten euch ausgewichen, ihr habt ihren Kopf nicht getroffen und ihr habt euch gedacht, es wäre klasse, jetzt so eine Art Knüppel oder Dolch am anderen Ende zu haben. In Australien haben sie daran schon gedacht und so können australische Kettenspielerinnen und Kettenspieler neben der Kette auch noch an den Griff eine kurze Mini-Pompe montieren, mit der sie ihren Gegner ebenfalls abschlagen können. Cool, oder? So, das war die Zusammenfassung. Und jetzt könnt ihr den besonders klugen Plan aus eurem Team nehmen. Ihr wisst schon, den Typen, der zu euch kommt, einen Tag vor dem Turnier und euch fragt, wie waren nochmal die Unterschiede zwischen den Regeln? Und ihm sagen, ach du Lumpen, und guckt ihr halt das Video an. Und nicht vergessen, abonnieren und teilen, sonst machen wir keine Videos mehr. Und ja, das ist eine ernste Drohung. Und wenn ihr uns ganz besonders hasst und einen noch detaillierteren Vergleich der Regeln haben wollt, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Genauso, wenn ihr irgendetwas hier vermisst oder andere Regeln habt, dann schreibt das in die Kommentare. Wir sehen uns! Deutscher Sprecher Uwe Velius vom YouTube-Kanal Uwe's Jugger Tutorials. Check it out!